Herzlich willkommen zur 73. Folge Analysis für Ingenieure. In dieser Folge wollen wir uns mit weiteren Eigenschaften der Sinus- und der Kosinusfunktion beschäftigen. Vielleicht zeichne ich zunächst einmal den Graphen dieser beiden Funktionen nochmal hier auf. Den Graphen, den hatten wir ja schon bereits im Video Nummer 71 gezeichnet. Den Graphen erhalten Sie im Prinzip, indem Sie die Taylor-Reihe numerisch auswerten. Dann hatten wir für den Sinus ungefähr dieses Bild hier bekommen. Ja, das zeichne ich nochmal bis nach hinten so durch. Das wäre hier der Graph der Sinusfunktion. Der Graph der Kosinusfunktion, den möchte ich jetzt hier mal blau einzeichnen. Der würde sich dann ungefähr so ergeben, wie ich das hier zeichne jetzt. Und man kann jetzt vermuten, wenn Sie sich diesen Graphen der Sinus- und der Kosinusfunktion mal genauer anschauen, dass die Kosinusfunktion offensichtlich symmetrisch zur y-Achse liegt und die Sinusfunktion symmetrisch zum Ursprung. Das heißt nichts anderes, dass die Kosinusfunktion offensichtlich achsensymmetrisch, also gerade ist, und die Sinusfunktion punktsymmetrisch, also ungerade ist. Das ist aber kein mathematischer Beweis. Einfach wenn man sich den Graphen anguckt, dann wird das wohl so sein. Das müssen wir natürlich nachweisen und wir benutzen dazu die Taylor-Entwicklung der Kosinusfunktion, die wir ja im Video Nummer 71 hergeleitet haben. Cosinus x lässt sich ja schreiben als die Summe von k gleich 0 bis unendlich über minus 1 hoch k dividiert durch 2k Fakultät mal x hoch 2k. Und was wir jetzt machen ist, wir ersetzen das Argument vom Cosinus einfach mal durch minus x. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt in die Reihe einsetzen, dann erhalten Sie die Summe von k gleich 0 über minus 1 hoch k dividiert durch 2k in Klammern Fakultät mal, und das Argument x ersetzen wir durch minus x. Und minus x hoch 2k, das kann man mit Hilfe der Potenzgesetze noch etwas aufspalten. Wir könnten dafür also schreiben, das ist minus 1 hoch k dividiert durch 2k Fakultät. Und für minus x hoch 2k schreibe ich jetzt minus 1 hoch 2k multipliziert mit x hoch 2k. Da k eine natürliche Zahl ist und 2k demzufolge immer eine gerade natürliche Zahl liefert, ist minus 1 hoch einer geraden Zahl sicher plus 1. Das heißt also, Sie erhalten hier letztendlich wieder die Reihe vom Cosinus, weil plus 1 können Sie auch weglassen hier drin. Das ist also nichts anderes wie Cosinus x. Und damit haben wir gezeigt offensichtlich, daraus folgt also, der Cosinus an der Stelle minus x ist dasselbe wie der Cosinus an der Stelle x. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Cosinus eine gerade Funktion sein muss. Also Cosinus ist gerade. Oder wie man manchmal auch sagt, symmetrisch zur y-Achse. Wenn Sie jetzt diese Gleichung, die wir hier eben uns verschafft haben, einmal ableiten nach x, das deute ich hier mal so an, durch einen Strich, leiten wir die linke Seite ab. Aus Cosinus wird ja, wie wir wissen, minus Sinus von diesem Argument minus x. Wir müssen jetzt hier aber noch zusätzlich die Kettenregel anwenden. Die innere Funktion ist minus x und die innere Ableitung demzufolge minus 1. Also entsteht hier noch der Faktor minus 1 auf der linken Seite. Die rechte Seite abgeleitet, ja Cosinus abgeleitet, ist einfach minus Sinus x. So fassen wir jetzt die linke Seite, die Minuszeichen noch zusammen, erhalten wir letztendlich, dass Sinus von minus x dasselbe sein muss wie minus Sinus von x. Und das ist gerade die Bedingung für eine ungerade Funktion. Also Sinus ist offensichtlich ungerade, so wie wir das auch schon oben in der Grafik vermutet haben. So, im nächsten Schritt wollen wir uns mit den Additionstheoremen für die Sinus- und Kosinusfunktionen beschäftigen. Das schreibe ich hier vielleicht mal als Überschrift kurz mal auf. Also wir betrachten jetzt die zwei wichtigen Additionstheoreme für die Sinus- und die Kosinusfunktion. Und aus diesen beiden
Additionstheorem, die wir jetzt herleiten werden, lassen sich sämtliche anderen Additionstheoreme im Prinzip auch herleiten. Deswegen sind diese beiden Additionstheoreme, die jetzt gleich folgen werden, grundlegend. Die sollten Sie sich auch unbedingt merken. Wir wissen aus dem Video Nummer 71, dass für die Sinusfunktion eine Differentialgleichung gilt. Also für Sinus x haben wir gesehen, gilt, dass die zweite Ableitung von x plus die Funktion selbst 0 ergeben muss. Und diese Funktion f musste zwei Bedingungen erfüllen, nämlich dass die Funktion an der Stelle 0 gleich 0 ist und die erste Ableitung an der Stelle 0 muss gerade den Wert 1 liefern. Wenn Sie das nicht mehr wissen, wie gesagt, im Video Nummer 71 wurde das hier so definiert. Und was wir jetzt hier machen, wir definieren uns jetzt hier zwei sogenannte Hilfsfunktionen. Und diese beiden Hilfsfunktionen definieren wir uns genauso, wie wir das auch im Video Nummer 71 gemacht haben. Da hatten wir das schon mal verwendet hier. U von x möchte ich mir definieren als f' an der Stelle x mal g von x minus f von x mal g' von x. Und eine zweite Hilfsfunktion, die nenne ich hier auch wieder v von x, die ist hier definiert als f von x mal g von x plus f' von x mal g' von x. Nun kann man sich fragen, ja, was ist denn überhaupt die Funktion g hier? Die Funktion g möchte ich mir folgendermaßen definieren, und zwar soll diese Funktion g auch zweimal differenzierbar sein und dieselbe Differentialgleichung erfüllen, wie das die Sinusfunktion tut. Also g2' von x plus g von x soll ebenfalls 0 sein. Allerdings soll diese Funktion g nicht notwendigerweise diese beiden Bedingungen hier erfüllen, die die Sinusfunktion erfüllt hat. Und welche Bedingungen diese Funktion g zu erfüllen hat, das werden wir jetzt im Laufe dieser Rechnung hier noch herausbekommen. Zunächst einmal möchte ich jetzt die Ableitung dieser beiden Funktionen bestimmen, dieser beiden Hilfsfunktionen. Das heißt, wir bilden jetzt also zunächst einmal u' von x und ich lasse jetzt der Übersichtlichkeit halber hier die Argumente einfach mal weg. Die Ableitung, ja, wie bilden wir die? Wir brauchen hier, wie Sie sehen, zunächst einmal für beide Funktionen die Summenregel und die Produktregel. Der erste Summand von u abgeleitet mit der Produktregel würde dann liefern f2' mal g plus f' mal g' minus der zweite Summand von u abgeleitet wieder mit der Produktregel liefert f' mal g' minus f mal g2'. Leiten wir auch gleichzeitig noch die Funktion v ab, also die zweite Hilfsfunktion. Wieder der erste Summand mit der Produktregel würde liefern f' mal g plus f mal g'. Und der zweite Summand abgeleitet auch mit der Produktregel liefert f2' mal g' plus f' mal g2'. So, nun sieht man zunächst einmal, dass für die Hilfsfunktion u, also die Ableitung von u, dass sich dort der zweite und dritte Summand aufhebt. Und wenn wir noch bedenken, dass sie ja aus der zweiten Ableitung von der Funktion f herausbekommt, dass das dasselbe sein muss wie minus f von x. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Funktion g, denn die zweite Ableitung von g lässt sich auch schreiben als minus g von x. Und wenn wir das jetzt noch verwenden, also die zweite Ableitung von f ist dasselbe wie minus f und die zweite Ableitung von g ist dasselbe wie minus g, dann sehen Sie, dass sich hier auch in der Ableitung von u der erste und der vierte Summand ebenfalls aufhebt. Das heißt, insgesamt wird diese Funktion den Wert 0 annehmen. So betrachten wir jetzt die Ableitung von v und ersetzen das f2' durch minus f und das g2' durch minus g. Dann sehen Sie, dass der erste Summand und der vierte Summand sich wegheben, als auch der zweite Summand und der dritte Summand. Also kommt auch hier wieder 0 raus. Das heißt also,
Die Ableitung beider Hilfsfunktionen ist 0 und das bedeutet, daraus folgt, wenn die Ableitung einer Funktion 0 ist, dann heißt das, die Funktion selbst muss eine Konstante sein. Also u von x muss jetzt eine Konstante sein, die nenne ich jetzt c1 und das ist eine beliebige reelle Zahl. Genau dasselbe gilt für die zweite Hilfsfunktion, auch die muss eine Konstante sein, also irgendeine beliebige reelle Zahl. Und diese Konstante ermitteln wir uns jetzt konkret, da das ja für alle x gelten muss, können wir auch in die Hilfsfunktion einfach mal die Zahl x gleich 0 einsetzen. Also wenn wir das in die Hilfsfunktion u einsetzen, die 0, erhalten wir hier also f' an der Stelle 0 mal g von 0. Minus f von 0 mal g' von 0. Und setzen wir die 0 auch in die zweite Hilfsfunktion ein, also v von 0, dann erhalten wir f an der Stelle 0 mal g an der Stelle 0 plus die Ableitungen an der Stelle 0 multipliziert. Und wenn wir jetzt noch beachten, dass f von 0 ja gleich 0 ist, also das heißt, also dieser Ausdruck hier wird 0, genauso wie dieser Ausdruck hier vorne wird ebenfalls 0. Und wir wissen, die erste Ableitung von f an der Stelle 0 ist 1, das heißt also der Ausdruck ist sicher 1, genauso wie dieser Ausdruck hier. Dann bleibt hier eigentlich nur noch Folgendes über. U von 0 muss offensichtlich g von 0 sein und v von 0 muss offensichtlich g' an der Stelle 0 sein. Damit haben wir unsere Konstanten ermittelt. Wir wissen also damit, u an der Stelle x muss sein g von 0 und v an der Stelle x liefert uns g' an der Stelle 0. So, was bringt uns das Ganze jetzt? Jetzt schreiben wir uns mal die beiden Hilfsfunktionen noch einmal auf. Die nummeriere ich hier mal durch mit römisch 1 und römisch 2. Und zwar erhalten wir dann im Prinzip zwei lineare Gleichungen. Und zwar die erste Gleichung lautet dann f' an der Stelle x mal g von x minus f von x mal g' von x ist gleich eine Konstante und die Konstante ist g an der Stelle 0. Und für die zweite Hilfsfunktion können wir schreiben f von x mal g von x minus f' von x mal g' von x und das muss gerade sein g' an der Stelle 0. Und der nächste Schritt ist jetzt aus diesem linearen Gleichungssystem die Funktion g von x zu ermitteln. Und dazu benutze ich hier das Additionsverfahren, indem ich die obere Gleichung multipliziere mit f' von x und die untere Gleichung mit f von x. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hinschreiben, also die obere Gleichung mit f' multipliziert, liefert dann im ersten Summanden f' von x zum Quadrat mal g von x. Und jetzt betrachten wir den ersten Summanden der zweiten Gleichung, der mit f von x multipliziert wird. Das liefert dann plus f von x zum Quadrat mal g von x. Dann betrachten wir von der ersten Gleichung den zweiten Summanden, der mit f' multipliziert wird. Also f' von x mal f von x mal g' von x. Und dann den zweiten Summanden der zweiten Gleichung, der ebenfalls multipliziert wird mit f von x. Dann erhalten wir, ja eigentlich müsste hier ein Minus, ich habe glaube ich irgendwo einen kleinen Abschreibefehler gemacht, ja und der Abschreibefehler liegt hier in der zweiten Gleichung, da steht natürlich ein Plus hier in der Mitte, Entschuldigung, das ist ein Fehler, hier muss ein Plus hin. Dann erhalten wir Plus, also der zweite Term der zweiten Gleichung mit f multipliziert, gibt dann f von x mal f' von x mal g' von x und das liefert gerade auf der rechten Seite jetzt g von 0 mal f' an der Stelle x plus g' von 0 mal f von x. So, was bringt uns das Ganze jetzt? Zunächst einmal hebt sich hier der dritte und der vierte Summand raus. Und wenn wir jetzt uns das hier noch angucken, dort können Sie ja das g von x ausklammern und es würde in der Klammer übrig bleiben,
f' von x zum Quadrat plus f von x zum Quadrat und das hat die Bedeutung wie Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat und das gibt gerade 1, sodass aus diesen beiden ersten Summanden eigentlich nur noch übrig bleibt g von x. Also erhalten wir hier letztendlich g von x ist dasselbe wie g von 0 mal f' von x plus g' von 0 mal f von x. Und wozu haben wir das Ganze jetzt gemacht, kann man sich fragen. Und zwar betrachten wir jetzt mal für die Funktion g eine spezielle Funktion. Und zwar sei g von x mal definiert als f von x plus y. Dann können wir diese Funktion g ja mal zunächst ableiten, also g' von x würde dann mit der Kettenregel auf der rechten Seite ergeben f' an der Stelle x plus y und die innere Ableitung, wir leiten ja nach x ab, gibt gerade den Faktor 1, den kann ich hier ignorieren. Und wir können auch die zweite Ableitung bilden, das würde dann f2' an der Stelle x plus y ergeben. Das bedeutet, wenn wir jetzt konkret mal g von 0 uns anschauen, was da rauskommen würde für diese Festlegung hier, dann hätten wir, ja, das wäre f an der Stelle y. Und wenn wir g' an der Stelle 0 uns anschauen, dann hätten wir f' an der Stelle y. Und das bedeutet, wir können unsere Funktion g von x jetzt folgendermaßen hinschreiben, daraus erhalten wir, und jetzt erhalten wir sozusagen das Ergebnis sozusagen schon, nämlich das Additionstheorem für die Sinusfunktion werden wir gleich sehen. G von x war ja f von x plus y, und f von x plus y, oder g von x besser gesagt, dürfen wir ja ersetzen durch die rechte Seite hier, die ich mal schwarz einrahme. Das ist also g von 0, und g von 0 wäre f' an der Stelle y mal f' an der Stelle x plus g' an der Stelle 0, g' an der Stelle 0, ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht, g von 0 ist nicht f' von y, sondern nur noch f von y, Entschuldigung, hier muss also im ersten Summanden f von y stehen und im weiteren kommt jetzt g' an der Stelle 0, das ist gerade f' an der Stelle y mal f von x. Und wenn Sie jetzt noch bedenken, dass f von x ja eigentlich eine Abkürzung war für Sinus von x und wir wissen, dass die Ableitung von Sinus x gerade Cosinus von x ist, dann setzen wir das Ganze hier mal ein. F an der Stelle x plus y muss dann folglich liefern Sinus von x plus y. F an der Stelle y wäre Sinus von y, f' von x wäre Cosinus an der Stelle x, plus f' an der Stelle y wäre Cosinus an der Stelle y, mal f von x, das ist Sinus von x. Das wäre hier also das erste Additionstheorem, wichtige Additionstheorem für die Sinusfunktion. Wie gesagt, aus diesem Additionstheorem und dem nächsten, das wir gleich behandeln, lassen sich hier alle weiteren Additionstheoreme im Prinzip herleiten. Und zwar können wir jetzt mal Folgendes machen. Wir benutzen jetzt mal dieses Additionstheorem, was wir gerade hergeleitet haben, und leiten dieses einfach mal ab nach x. Das heißt, wir bilden hier sozusagen d nach dx. Das soll andeuten, wir bilden die Ableitung nach der Variablen x. Die Variable y können Sie hier als Konstante oder als Parameter betrachten. So, was erhalten wir dann? Die linke Seite nach x abgeleitet, ja, Sinus gibt einfach den Cosinus und die innere Ableitung x plus y nach x abgeleitet liefert 1. Sinus y ist eine Konstante, können wir also schon mal hinschreiben, Sinus von y mal den Cosinus abgeleitet gibt minus Sinus von x. Das hatten wir ja im Video Nummer 71 gezeigt. Dann halten wir als nächsten Summanden Cosinus y, das ist eine Konstante, und Sinus x abgeleitet gibt gerade wieder Cosinus x. So dass man das vielleicht noch ein bisschen sortieren könnte hier, also daraus folgt letztendlich Cosinus von x plus y, das ist jetzt das Additionstheorem für den Cosinus, ist Cosinus von x mal Cosinus von y minus Sinus von x mal Sinus von y. Das ist also das zweite wichtige Additionstheorem.
So, was kann man mit diesen Additionstheoremen alles anstellen? Wie ich schon gesagt habe, Sie können sich natürlich aus diesen beiden Additionstheoremen weitere Additionstheoreme verschaffen. Und das möchte ich Ihnen einmal an einem Beispiel vorführen. Und zwar Beispiel: Zeige die Identitäten. Und zwar erstens wollen wir zeigen, es gilt, Sinus von 2x ist dasselbe wie 2 mal Sinus von x mal Cosinus von x. Und das soll gelten für beliebige x aus den reellen Zahlen. Und b, was wir noch zeigen wollen, ist Cosinus von 2x ist gleich Cosinus hoch 2, und das schreibe ich jetzt mal in dieser kompakten Schreibweise, minus Sinus hoch 2. Und das wiederum lässt sich auch noch schreiben als 2 mal Cosinus hoch 2 von x minus 1. Und auch dieses gilt für alle x aus den reellen Zahlen. Das wollen wir jetzt zunächst mal nachrechnen, und zwar zu 1, also zu a besser gesagt, nicht zu 1, zu a. Wir betrachten einmal das erste rot eingerahmte Additionstheorem. Und wir können ja Sinus von 2x auch geschickt schreiben als x plus x, denn x plus x ist ja 2x. Und wenn Sie jetzt das y in dem obigen Additionstheorem ersetzen durch x, erhalten Sie Sinus von x mal Cosinus von x plus Cosinus, ja das y wird durch x ersetzt, also Cosinus x mal Sinus x. Und diese beiden Ausdrücke sehen identisch aus. Wir können sie zusammenfassen. Das liefert 2 mal Sinus von x mal Cosinus von x. Und noch zu 2, also zu b in diesem Fall. Wir betrachten jetzt zunächst einmal ähnlich wie bei der ersten Aufgabe Cosinus von 2x. Das lässt sich geschickt schreiben als Cosinus x plus x. Und wir benutzen jetzt die zweite eingerahmte Formel, nämlich das Additionstheorem für den Cosinus. Sie müssen dort das y jetzt einfach nur durch x ersetzen und dann erhält man Cosinus x mal Cosinus x minus Sinus x mal Sinus x. Und das lässt sich noch zusammenfassen. Das ist offensichtlich Cosinus hoch 2 von x minus Sinus hoch 2 von x. Und wenn Sie jetzt noch beachten, dass für den Sinus und den Cosinus folgende Gleichung gilt, nämlich Sinus Quadrat von x plus Cosinus Quadrat von x ist ja immer gleich 1. Das hatten wir, wie gesagt, in dem Video Nummer 71 schon hergeleitet. Dann können Sie diese Gleichung auch umstellen nach Sinus Quadrat x. Also das ist äquivalent, wenn Sie so wollen, zu Sinus Quadrat x ist 1 minus Cosinus Quadrat x. Und daraus erhalten wir dann letztendlich Cosinus von 2x, lässt sich dann schreiben, als Cosinus Quadrat x minus Sinus Quadrat. Und dafür benutze ich jetzt diesen Ausdruck, nämlich 1 minus Cosinus Quadrat von x. Lösen Sie die Klammer noch auf und fassen zusammen. Die Cosinus-Terme lassen sich ja zusammenfassen. Dann erhalten Sie 2 mal Cosinus x minus 1. Und damit wäre diese Aufgabe schon erledigt. Es gibt noch weitere interessante Eigenschaften der Sinus- und Cosinus-Funktion, insbesondere die Periodizität. Und diese Eigenschaften, die jetzt noch folgen, fasse ich jetzt lieber mal in einem Satz wieder zusammen. Genau genommen sind es 3 Eigenschaften. Für die Funktionen, und zwar der Sinus und der Cosinus, die ja eine Abbildung aus der Menge der reellen Zahlen in die Menge der reellen Zahlen sind, gilt für alle x aus der Menge der reellen Zahlen, und zwar die erste Aussage ist hier Sinus an der Stelle x plus pi halbe ist dasselbe wie Cosinus von x. Und betrachten Sie den Cosinus an der Stelle x plus pi halbe, dann ist das dasselbe wie minus Sinus von x. Und die zweite Aussage wäre, betrachten Sie den Sinus an der Stelle x plus pi, dann ist das dasselbe wie minus Sinus von x.
und betrachten Sie analog den Kosinus an der Stelle x plus pi, dann kommt daraus minus Kosinus von x. Und drittens schließlich noch, das ist die Periodizität der Sinus- und Kosinusfunktion. Betrachten Sie Sinus von x plus 2pi, dann kommt gerade wieder der Sinus raus. Sie sehen also, der Sinus ist 2pi periodisch. Und dasselbe gilt auch für den Kosinus, denn Kosinus von x plus 2pi, auch das ergibt wieder Kosinus von x. Was bedeutet das Ganze jetzt? Das möchte ich vielleicht zunächst hier noch einmal hinzeichnen. Und zwar betrachten wir mal die Sinusfunktion vielleicht zunächst. Das wäre ja ungefähr diese hier. Also das hier ist der Graph der Sinusfunktion und den Graph der Kosinusfunktion zeichne ich jetzt hier mal wieder in Blau mal ein, gestrichelt vielleicht. Der würde dann ungefähr so aussehen. Und was besagt jetzt unsere erste Aussage aus diesem Satz? Die besagt, nehmen Sie die Sinusfunktion an der Stelle x plus pi halbe. Das bedeutet, Sie müssten die Sinusfunktion um pi halbe nach links verschieben. Dann soll diese Funktion offensichtlich identisch mit der Kosinusfunktion sein. Ja, und das sieht auch so aus, denn wir wissen ja, die Kosinusfunktion hat die erste positive Nullstelle bei Pi halbe. Das hatten wir im letzten Video nachgewiesen. Und wir wissen, die Sinusfunktion hat an der Stelle Pi halbe den y-Wert 1. Das hatten wir alles, wie gesagt, im letzten Video nachgewiesen. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie nehmen die Sinusfunktion, den Graphen der Sinusfunktion und verschieben diesen Graphen um Pi halbe nach links, dann kann man sich vorstellen, zumindest grafisch, dass dann die Sinusfunktion deckungsgleich mit der Kosinusfunktion wird. Und eine ähnliche Aussage gilt auch für den Kosinus. Verschieben Sie die Kosinusfunktion um Pi halbe nach links, also die blaue Kurve um Pi halbe nach links verschieben, dann ist das Ergebnis gerade die an der x-Achse gespiegelte Sinusfunktion. Und die zweite Aussage besagt, verschieben Sie die Sinusfunktion um Pi-Einheiten nach links, dann ist das identisch, also verschieben Sie die schwarze Kurve um Pi nach links, dann soll das identisch sein mit der gespiegelten Sinusfunktion. Das kann man sich, wie gesagt, alles grafisch hier klar machen, diese drei Bedingungen, die hier stehen, oder drei Gleichungen, die hier stehen. Die müssen wir aber natürlich mathematisch korrekt natürlich zunächst erstmal beweisen. Zu 1, wir wissen, es gilt, und das, wie gesagt, wurde im letzten Video bewiesen, dass Sinus an der Stelle Pi halbe gleich 1 ist. Und wir wissen, dass Cosinus an der Stelle Pi halbe die kleinste positive Nullstelle hat. Dann können wir Folgendes machen zu 1. Und zwar, wir betrachten jetzt einmal Sinus an der Stelle x plus Pi halbe. Und verwenden jetzt hierfür das erste Additionstheorem, nämlich das für den Sinus, das wir hier oben hingeschrieben haben. Dann müssen Sie einfach nur das y ersetzen durch Pi halbe. Das heißt, im ersten Summanden entsteht Sinus Pi halbe und im zweiten Summanden Cosinus Pi halbe. Wenn wir das jetzt mal machen und setzen das ein, erhalten wir also hier raus Sinus von x mal Cosinus von Pi halbe plus Sinus von Pi halbe mal Cosinus von x. Und wir wissen ja nun, dass der Cosinus von Pi halbe offensichtlich 0 ist, der Sinus von Pi halbe ist 1 und siehe da, was bekommen wir heraus? Die Aussage, dass das gleich dem Cosinus von x sein muss. Und dasselbe machen wir jetzt auch für den Cosinus, die gleiche Rechnung, Cosinus an der Stelle x plus Pi halbe ist gleich. Dazu benutzen wir das zweite Additionstheorem, das ich hier rot eingerahmt habe. Auch dort müssen Sie einfach das y nur durch Pi halbe ersetzen. Dann erhalten wir Cosinus x mal Cosinus von Pi halbe minus Sinus von x mal Sinus an der Stelle Pi halbe. Hier können wir genauso argumentieren wie eben. Sinus von Pi halbe wissen wir ist 1, Cosinus von Pi halbe wissen wir ist 0, also muss hier offensichtlich rauskommen, minus Sinus an der Stelle x. Damit ist die erste Aussage auch schon bewiesen.
So, zu 2, das schreibe ich vielleicht hier neben nochmal hin, zu 2. Aus der ersten Aussage folgt jetzt zumindest Folgendes, nämlich Sinus an der Stelle Pi können wir jetzt berechnen mit Hilfe der ersten Aussage. Das ist ja Sinus von Pi plus Pi. Und wenn Sie jetzt hier in der ersten Aussage das x durch, natürlich nicht Pi plus Pi, Pi halbe plus Pi halbe, Entschuldigung, wenn Sie jetzt das x hier durch Pi halbe ersetzen, dann kommt da gerade raus Cosinus von Pi halbe. Und Cosinus von Pi halbe, wissen wir, das ist ja eine Nullstelle von Cosinus, ist 0. Also Sinus von Pi muss 0 sein. Was macht der Cosinus an der Stelle Pi? Auch das können wir zerlegen in Cosinus an der Stelle Pi halbe plus Pi halbe. So, dazu nehmen wir die zweite Gleichung. Wir setzen jetzt hier das x durch Pi halbe und was kommt raus? Minus Sinus von Pi halbe. Und Sinus von Pi halbe, wissen wir ja, liefert den Wert 1. Das heißt, hier kommt raus minus 1 insgesamt. So, was können wir damit jetzt anfangen? Wir können jetzt damit Folgendes schreiben. Und zwar Sinus an der Stelle x plus Pi wäre ja gerade, wir müssen das erste Additionstheorem wieder benutzen. Dazu müssen Sie in diesem Fall jetzt das y durch Pi ersetzen. Also im Endeffekt können Sie diese Zeile hier nehmen, indem Sie jetzt einfach das Pi halbe durch Pi ersetzen. Dann erhalten wir hier also Sinus von x mal Cosinus an der Stelle Pi plus Sinus an der Stelle Pi mal Cosinus an der Stelle x. Und wir wissen ja, Cosinus an der Stelle Pi liefert uns gerade den Wert minus 1. Sinus an der Stelle Pi hat uns den Wert 0 geliefert, sodass hier einfach nur noch rauskommt, das ist minus Sinus x. Und wenn Sie jetzt den Cosinus an der Stelle x plus Pi betrachten, dann benutzen wir jetzt hier das zweite Additionstheorem. Hier brauchen Sie einfach nur das Pi halbe jetzt ersetzen durch Pi. Dann haben wir hier Cosinus von x mal Cosinus an der Stelle Pi minus Sinus von x mal Sinus an der Stelle Pi. So, Sinus an der Stelle Pi wissen wir, das ist der Wert 0. Cosinus an der Stelle Pi, wissen wir, ist minus 1, sodass hier gerade rauskommt minus Cosinus an der Stelle x. Betrachten wir jetzt noch die dritte Aussage, also die Periodizität. Und das machen wir folgendermaßen. Aus der zweiten Aussage können wir jetzt zunächst einmal Folgendes folgern. Und zwar Sinus an der Stelle 2pi können wir uns ja auch hinschreiben als Sinus von Pi plus Pi. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt die zweite Aussage hier anschauen, die ich hier mal schwarz unterstreiche, und Sie ersetzen das x einfach durch Pi, dann würde hier rauskommen, das ist minus Sinus an der Stelle Pi. Und wir wissen ja, Sinus an der Stelle Pi ist gleich 0. Das haben wir ja oben gerade in der zweiten Aussage nachgewiesen. Das heißt, hier kommt dann insgesamt 0 raus. Dasselbe erhalten wir, oder etwas Ähnliches erhalten wir für den Cosinus an der Stelle 2pi. Das wäre ja Cosinus Pi plus Pi. Und benutzen Sie die zweite Aussage, ersetzen hier das x durch ein Pi, dann muss daraus kommen minus Cosinus von Pi. Und Cosinus von Pi, wissen wir, was ist Cosinus von Pi? Das hatten wir gerade oben uns ausgerechnet. Das ist minus 1. Dann treffen hier also zwei Minuszeichen sozusagen aufeinander. Also minus von minus 1 und das gibt dann plus 1. Halten wir das hier mal fest. Cosinus von 2pi ist 1. Sinus von 2pi ist 0. Also 2pi ist offensichtlich eine Nullstelle der Sinusfunktion. Kann man hier auch schon ablesen. So, dann betrachten wir jetzt endlich noch, was ist Sinus von x plus 2pi, und dazu benutzen wir wieder unser erstes Additionstheorem, indem wir das y jetzt einfach durch 2pi ersetzen und erhalten dann Cosinus 2pi plus Sinus von 2pi mal Cosinus von x. Und so wir wissen, Cosinus von 2pi haben wir uns gerade ausgerechnet, ist 1, Sinus von 2pi ist 0, sodass hier rauskommt Sinus von x.
Betrachten wir nochmal den Cosinus an der Stelle x plus 2pi, auch das wollen wir noch nachweisen, auch dass die Cosinusfunktion periodisch ist. Und zwar benutzen wir jetzt das Additionstheorem für den Cosinus. Das y müssen Sie hier jetzt ersetzen, einfach nur durch 2pi. Dann halten wir Cosinus x mal Cosinus von 2pi minus Sinus von x mal Sinus von 2pi. So, Cosinus von 2pi hatten wir uns gerade ausgerechnet, liefert den Wert 1. Und Sinus von 2pi hatten wir uns oben ausgerechnet, liefert den Wert von 0, sodass hier Cosinus von x rauskommt, offensichtlich. Und damit hätten wir diesen Satz auch bewiesen. Wir betrachten jetzt vielleicht mal ein Beispiel. Und zwar möchten wir mit Hilfe dieser Additionstheoreme jetzt exakt Werte, Funktionswerte vom Cosinus und vom Sinus berechnen. Und zwar wollen wir uns hier begnügen mal mit zwei einfachen Beispielen. Und zwar betrachten wir jetzt, ja, ich schreibe das erstmal hin, bestimme die exakten Funktionswerte von. Und zwar die erste Aufgabe, die wir uns anschauen wollen, ist, wir wollen den exakten Wert von Cosinus an der Stelle Pi Viertel wissen. Und in der Aufgabe B wollen wir gerne den exakten Funktionswert an der Stelle von Sinus an der Stelle Pi Viertel wissen. Wieso unterstreiche ich hier exakt? Bedenken Sie, dass Sie Werte für die Cosinusfunktion und Sinusfunktion nur erhalten, indem Sie die Taylor-Reihe im Prinzip abbrechen und zu einem Taylor-Polynom übergehen. Das bedeutet insbesondere, Sie würden für die Funktionswerte dann nur einen Näherungswert erhalten. Und die Näherung, die können Sie beliebig hoch gestalten, indem Sie einfach ein Polynom geeigneten Grades nehmen. Also Sie können beispielsweise auch auf 100 Stellen nach dem Komma einen Funktionswert von der Sinus- bzw. Cosinusfunktion bestimmen. Dazu müssten Sie aber wahrscheinlich auch ein Polynom genügend hohen Grades verwenden. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, ohne diese Taylor-Reihe trotzdem diese Funktionswerte an der Stelle Pi Viertel bestimmen. Und das gelingt uns erstaunlicherweise mit Hilfe dieser Additionstheoreme. Und zwar zu A. Wir betrachten zunächst einmal Cosinus an der Stelle, das schreibe ich vielleicht mal so hin. Wir wissen, dass der Cosinus ja eine Nullstelle hat an der Stelle Pi halbe. Und das können wir auch geschickt schreiben. Die Pi halbe kann man sich ja schreiben als 2 mal Pi durch 4. Und wir hatten uns im ersten Beispiel Folgendes hergeleitet, dass nämlich Cosinus an der Stelle 2x dasselbe ist wie 2 mal Cosinus Quadrat an der Stelle x minus 1. Das war gerade eine Aufgabe aus dem ersten Beispiel. Vielleicht gucken wir uns nochmal an, wo das stand. Das hatten wir hier nachgewiesen, wie Sie sehen. Das möchte ich hier auch nochmal umrahmen, damit Sie das hier sehen. Also wir hatten gesehen, Cosinus an der Stelle 2x ist dasselbe wie 2 mal Cosinus Quadrat minus 1. Und dieses Additionstheorem, was wir dort hergeleitet haben, benutze ich jetzt hier. Das heißt, hier ergibt sich dann, unser x ist jetzt unser Pi Viertel. Und das bedeutet, wir schreiben jetzt hier hin, ist gleich 2 mal Cosinus Quadrat an der Stelle Pi Viertel minus 1. Und wir lösen jetzt diese Formel nach dem Cosinus auf. Das heißt, wir bringen die minus 1 auf die linke Seite und dividieren dann noch durch 2 und ziehen schließlich die Wurzel. Dann würden wir hier letztendlich erhalten, Cosinus an der Stelle Pi durch 4 ist gleich plus oder minus die Wurzel aus. Ja, was haben wir dann? Dann haben wir aus 1/2 einfach nur noch da stehen. Das können wir auch noch etwas anders schreiben. Das ist die Wurzel aus 1 mit den Wurzelgesetzen durch Wurzel aus 2. Und man kann sogar noch den Nenner rational machen durch folgenden Trick, indem Sie hier Wurzel 2 und Wurzel 2 im Zähler und im Nenner ran multiplizieren. Dann erhalten Sie einfach nur plus minus 1/2 mal Wurzel 2. Denn Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist ja 2 gerade. Deswegen haben wir den Faktor 1/2 hier vorne stehen. Die Frage ist jetzt, wir haben ja zwei Lösungen und welche kommt hier in Betracht? Wenn Sie sich nochmal den Graphen der Cosinusfunktion anschauen, ich male ja mal einen Teil hin, dann wissen wir ja, hier ist die Nullstelle bei Pi halbe auf der x-Achse und
Wir wissen, dass die Kosinusfunktion, ja, das ist ja nicht so schön gemalt, sehe ich gerade. Ich muss das doch ein bisschen symmetrischer hier malen. Also Sie wissen schon, was ich meine. Das soll der Kosinus hier sein. Hier ist die Stelle 1. Im Bereich, im Intervall von 0 bis Pi halbe können wir sagen, der Kosinus ist positiv. Da Pi Viertel ja in diesem Intervall liegt, können wir also daraus schließen, dass hier nur in Frage kommt die positive Lösung, weil der Kosinus in diesem Intervall ja nicht negativ werden kann. Also halten wir hier 1/2 Wurzel 2. So, wie berechnen wir jetzt den Sinus an der Stelle Pi Viertel? Das geht ähnlich, sage ich mal, also zu B. Dazu betrachten wir uns zunächst einmal das Gilt Sinus Quadrat von Pi Viertel plus Cosinus Quadrat von Pi Viertel ist gleich 1. Diese Gleichung gilt ja für jedes beliebiges x. Das wurde im Video Nummer 71 ja hergeleitet, also auch für die Zahl Pi Viertel. Dann können wir diese Gleichung ja zunächst einmal auflösen nach Sinus an der Stelle Pi Viertel. Das liefert dann plus minus die Wurzel aus 1 minus Cosinus hoch 2 an der Stelle Pi Viertel und daraus die Wurzel. Cosinus an der Stelle Pi Viertel wissen wir, das ist 1/2 mal Wurzel 2. Quadrieren Sie 1/2 mal Wurzel 2, erhalten Sie gerade 1/2. Und 1 minus 1/2 in der Wurzel liefert gerade wieder 1/2. Und das ist dann das gleiche Ergebnis im Prinzip, was wir auch bei dem Kosinus erhalten haben. Also 1/2 mal Wurzel 2. Die Frage ist, welcher Wert kommt hier in Frage? Wenn wir den Sinus hier oben in die Grafik nochmal reinmalen, so ansatzweise, sage ich mal, dann würde der Sinus ungefähr so aussehen. Wir sehen, auch im Intervall von 0 bis Pi halbe ist der Sinus offensichtlich immer positiv. Und deswegen kommt hier auch nur die positive Lösung wieder in Frage. Also das heißt, Sinus an der Stelle Pi Viertel ist hier ebenfalls 1/2 mal Wurzel 2. Sie sehen also, ohne auf die Taylor-Reihe oder auf die Taylor-Polynome zurückgreifen zu müssen, lassen sich hier doch einige spezielle Werte erstaunlicherweise ausrechnen. Ich möchte jetzt noch der Vollständigkeit halber Ihnen noch einige weitere Werte für spezielle Werte für den Sinus und Cosinus angeben und diese fasse ich hier mal in der Tabelle zusammen. Und zwar betrachten wir uns dazu mal einige x-Werte. Und zwar die x-Werte 0. Dann wollen wir betrachten den x-Wert Pi Sechstel und den x-Wert Pi Viertel, den wir uns ja gerade schon bestimmt haben. Und wir wollen hier in der zweiten Zeile Sinus von x hinschreiben und in der dritten Zeile Cosinus von x. Dann wissen wir ja schon, der Sinus an der Stelle Pi Viertel lieferte 1/2 mal Wurzel 2 und der Cosinus ebenfalls. Dann betrachten wir noch den x-Wert Pi Drittel und schließlich noch den letzten x-Wert Pi Halbe. Das sind so gebräuchliche Werte, die man des Öfteren in der Praxis verwenden kann. Wir wissen, der Cosinus hat an der Stelle Pi Halbe eine Nullstelle, da muss also 0 rauskommen und die 0 könnte man mit einem Trick schreiben als 1/2 mal Wurzel 0. Warum ich das mache, werden Sie gleich sehen. Der Cosinus ist an einer Stelle 0, hat dann Funktionswert 1 und die 1 können wir geschickt schreiben als 1/2 mal Wurzel aus 4, denn 1/2 mal Wurzel aus 4 gibt ja gerade 1. Der Sinus von 0, ja, der ist gerade 0 und den schreiben wir wieder als 1/2 mal Wurzel 0. Und der Sinus von Pi halbe wissen wir vom letzten Video noch her, das ist gerade 1 und die 1 schreibe ich mir wieder als 1/2 mal Wurzel aus 4. Und wenn wir jetzt die beiden fehlenden Ausdrücke hier noch eintragen, einmal für Pi Drittel und einmal für Pi Sechstel, wird hier Folgendes herauskommen: für den Sinus 1/2 mal Wurzel 1 an der Stelle Pi Sechstel und an der Stelle Pi Drittel 1/2 mal Wurzel 3. Und hier gibt sich doch offensichtlich eine schöne Merkregel. Überall haben Sie 1/2 vor der Wurzel stehen und die Radikanten in der Wurzel, die sind aufsteigend von 0 bis 4. Und für den Cosinus gilt entsprechend 1/2 Wurzel 3 an der Stelle Pi Sechstel und 1/2 mal Wurzel 1 an der Stelle Pi Drittel. Auch hier sehen Sie, überall steht wieder 1/2 vor der Wurzel. Diesmal sind aber die Zahlen oder die Radikanten in der Wurzel abfallend von 4 bis 0. Aber das ist eine schöne Merkregel, finde ich.
Wie gesagt, die Beweise dafür, dass an der Stelle Pi Sechstel der Sinus beispielsweise ein Halbmalwurzel 1 ist, das können Sie nachlesen in dem zu diesem Video zugehörigen Lehr- und Übungsbuch. Das möchte ich jetzt mal weglassen. Der Beweis ist relativ einfach und basiert im Wesentlichen wieder auf die Additionstheoreme. Die Frage, die sich jetzt vielleicht noch stellt, ist, in welchem Zusammenhang stehen nun die Funktionen Sinus x und Cosinus x bei der Berechnung von rechtwinkligen Dreiecken? Und das möchte ich Ihnen vielleicht kurz noch einmal zeigen. Betrachten wir mal einen Einheitskreis. Zunächst einmal, so kennen Sie das ja auch aus der Schule her, nehme ich mal an. Also ein Kreis sozusagen mit dem Radius 1. Und wir wissen ja, es gilt für jede beliebige Zahl x das Sinusquadrat von x plus Cosinusquadrat von x gleich 1 ist. Das sieht hier so aus wie ein Pythagoras. Und manche sagen auch, das hier ist der trigonometrische Pythagoras. Denn wenn Sie Sinus von x als a ansetzen, erhalten Sie a². Und wenn Sie Cosinus x als b ansetzen, erhalten Sie b². Und wenn Sie für die Zahl 1 einfach noch c hinschreiben, haben Sie hier gerade den Satz von Pythagoras. Ich betrachte jetzt auf diesem Einheitskreis mal einen Punkt P, der folgende Koordinaten hat, nämlich als x-Koordinate, wenn Sie so wollen, Cosinus x, und für die y-Koordinate betrachte ich Sinus x. Das heißt, wenn wir hier ein rechtwinkliges Dreieck jetzt hier reinzeichnen würden, hat die waagerechte Kathete offensichtlich gerade die Länge Cosinus x und die vertikale Kathete die Länge Sinus von x. Und was ist jetzt x hier genau genommen? X würde jetzt bedeuten, das ist die Länge des Bogenstücks von diesem Punkt, ja, den nenne ich mal hier Q einfach mal. Der Punkt Q ist die Stelle 1, 0. Sie wandern jetzt kontinuierlich von dem Punkt Q in den Punkt P hinein. Dann erhalten Sie hier auf dem Einheitskreis eine sogenannte Bogenlänge. Und diese Bogenlänge ist gerade unser x. Bogenlänge. Oder manche sagen auch Bogenmaß. Das ist dasselbe. Das heißt also, wenn Sie hier eine Bogenlänge auf dem Einheitskreis vorgeben, dann bedeutet Sinus von x gerade die Länge der senkrecht stehenden Kathete bis zu diesem Punkt P hin. Und Cosinus x ist die Länge der waagerechten Kathete. Dass dieser Zusammenhang wirklich richtig ist, können wir hier allerdings noch nicht zeigen, denn dazu sind Mittel aus der Integralrechnung nötig und das werde ich dann in einem späteren Video noch einmal nachholen. Zu dieser Videoreihe ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie aber vor allem eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Besuchen Sie vielleicht einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten dieses Buchs Probe zu lesen.